Moin moin, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Live, Let's Play Tales of Berseria. So, wir kaufen und verkaufen in dieser Folge. So, wir verkaufen jetzt erstmal alles, was wir hier sowieso verkaufen können an Klingen und an Gürtel, weil die sind ja nicht besser als das, was wir jetzt haben. Die sind anders, aber die sehen auch teilweise gar nicht so geil aus und sind auch nicht so wirklich das Wahre. Und da es mich eine Menge Platz kostet oder keine Ahnung, es nervt mich auf jeden Fall. Der Laden hat Level 2 erreicht. Du hältst hier ab jetzt einen Preisnachlass. Objekt erhalten. Ventit des Wanderers. Erhöht das Bewegungstempo auf der Karte um 10%. Lecker Schmecker. Okay, wie auch immer wir das hingekriegt haben, aber ich bin schon zufrieden. Also, ich bin schon... Ah, fuck. Ich verkaufe Sachen, die ich gar nicht verkaufen will. Scheiße. Fuck. Ja, jetzt habe ich ein bisschen zu viel verkauft. Egal. Was hast du denn Schönes? Was kann man denn kaufen? Tränke. Witzig, der hat nichts von dem, was... Er hat nichts, was besser ist als unser Werkzeug. Aber egal, der Kelvin, der Waffenhändler, gibt uns immerhin einen fetten Nachlass. Finde ich gut. So. Kehre zu dem auf dem Grund gelaufenen Schiff. Also wenn ich jetzt zum Schiff abhaue, werde ich hier, glaube ich, die Stadt verlassen. Und wirklich wollen tun ich das nicht. Und da kann ich gar nicht hin. Okay. Ja, siehst du, Vordereingang ist immer noch scheiße. Quaken wir mal mit der alten. Oh, hier sind ja schon ein paar alte. Willkommen! Ganz schön kalt da draußen, oder? Kommt herein und ruht euch etwas bei uns auf. 100 geil ausgeben, um hier zu bleiben. Ja, komm! Ha! Sexy! Say ha! Ga! Puh, das war ein ziemlich gutes Training, wenn ich das selbst so sagen darf. Morgen werden die Übungen sogar noch schneller. Ich dachte, er war ein crazy Demon again, but come to think of it, this is just him being him. Ja, er ist einfach so, wie er ist, und das ist er immer. Ach du Scheiße, was ist das denn hier für Mucke? Ist jetzt hier Lebensveränderung oder was? Oder wie, wo, was? Was ist denn hier los? Willkommen, ganz schön kalt draußen, oder? Nein. Aber egal, wir haben da mal gepennt, dann können wir auch mal sagen, wir haben wo gepennt. Ich weiß auch nicht, was diese Münzen und alles bringen, ob man die nur verkaufen kann, um dafür Geld zu bekommen. Ich weiß es nicht. Fakt ist... Oh, können wir gar nicht mit kommunizieren, okay. Ja, du, wenn wir da nicht mit kommunizieren können, dann wollen wir das natürlich auch überhaupt nicht.
Oh, was magst du denn gerne? Wir können immerhin von Glück reden, dass wir die letzten paar Jahre immer wieder weiß hatten. Was ist mit Glück? Schnee ist doch immer weiß. Nein, in Hellas trifft das nicht immer zu. Je nach Windrichtung und Vulkanaktivität kann sich Vulkanasche mit Schnee vermischen und ihn grau färben. Oh. Es gibt in der Nähe einen Vulkan. Nun, er liegt eigentlich ziemlich weit nördlich von hier, aber er ist der größte Vulkan in ganz Midgard. Er wird Berg Kiliarus genannt. Dort bauen wir unseren Flammstein ab. Tatsächlich ist es sogar der einzige Ort mit Abbaubaum Flammstein vorkommen. Berg Kiliarus. Klingt irgendwie gut. Hast du schon mal einen Vulkan gesehen, Velvet? Nein, hab auch keine Reste daran. Haben wir denn Lust, mal einen Vulkan zu sehen? Kann man sich jetzt hier einfach hinpflanzen? Lass mich durch, lass mich... Oh, leck mich, hast du breite Beine. Ja, ich weiß auch nicht, was diese Punkte am Boden bedeuten wollen oder sollen. Gefühlt bringt das aber gar nichts. Naja gut. Dann versuchen wir jetzt erstmal den Weg wieder zurückzulaufen. Ja, laufen wir erstmal zum Schiff. Brauchen wir bestimmt eh noch 5 Milliarden Euro. Nun, wir bekommen wohl die Reparaturen, die wir benötigen. Vielleicht, aber das ist nur die Hälfte des Problems. Ohne Mannschaft werden wir wieder Schiffbruch erleiden. Wir haben keine Zeit, um uns eine zu suchen. Und ohne Erlaubnis können wir auch kein Schiff erneuern. Dann müssen wir eben unser Bestes geben, aber wo uns eine Segelkenntnisse hingeführt haben. Ich würde dich nicht zwingen, mitzukommen. Notfalls mache ich das allein. Ich frage mich, ob es hier irgendwo freie Matrosen gibt. So, laufen wir nochmal zurück. Aber hier irgendwo liefen doch irgendwelche Hansmeister proper rum. Wir können ja einfach mal mit den Leuten sprechen. Ein großes Schiff braucht etwa eine Woche, um den... Aha, ist das so eine Lösung sein? Ne? Genau, sehe ich eine Reise weit zu mir. Ein Schiff, zu welchem wir kommen, schwimmen wohl nicht in Frage. Artorius, achso. Ihr seid nicht zu gebrauchen, dafür nehme ich eure Murmel. Neuer Titel, die Ergebene. Ich bin nicht ergeben. Unterwerft euch mir. Mist, wenigstens die Fracht war wie geplant an Bord, aber die Abtei hat sich der Katastrophe ihrer Inspektion ziemlich verschärft. Das ist ärgerlich, aber die Inspektionen sind in unser aller Interesse. Durch die Regeln der Abtei bleibt alles fair und gerecht. Ah, leck mich, scheiß Abtei. Prätorin Theresa kann zwei junge Malakien gleichzeitig manipulieren. Das bedeutet, dass sie tödlichen Artis doppelt ausführen kann. Ich habe den Blonden einmal allein herumlaufen sehen und er hatte ein echt dickes Buch dabei. Wow. In den Meeren jenseits von hier lauern Bestien und Piraten, die wie ein Rudel Hyänen über Handelsschiffe hereinfallen. Aber damit kommen sie nicht mehr lange durch. Es ist schon eine Zelle, die ihren Namen trägt. Eine Zelle für die Piraten. Oh, ihr wollt mich doch verarschen. Jetzt laufe ich hier alle wieder lang und trotzdem haben wir eine Mannschaft von 0,0. Das haut auch irgendwie alles nicht so wirklich hin. Sie ist wunderschön oder bla 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 bla. Okay, ich dachte, die hier wären alle frei, weil die hier alle nichts zu tun haben und auch nichts machen. Aber nein. Offensichtlich sind die alle belegt. Das heißt, wir laufen jetzt zum Schiff zurück. Aufgerüstet haben wir unsere Sachen. Ich wüsste jetzt auch nicht, was wir noch hier alles machen könnten. Dum, dum, dum.
Das wüsste ich jetzt wirklich nicht und deswegen laufen wir halt einfach wieder zurück. Dann müsste doch irgendwo hier lang sein, oder nicht? Glaub schon. Ja, doch. Okay. Wir laufen jetzt erstmal wieder zum Schiff. Bestimmt müssen wir dann wieder in die Stadt und dann dürfen wir diese Vögel anheuern. Oh, meine Fresse. Ich muss trainieren, meine Fähigkeiten. So. Ein Rang ist eine Bewertung deiner Leistung im Kampf. Je besser dein Stil, desto besser wird dein Ergebnis sein. Die Menge der nach dem Kampf verdienten Beherrschung von Meisterfähigkeiten hängt von dem Rang ab. Bemühe dich daher um möglichst gute Werte. Okay. Waren das jetzt schon gute Werte? Oder waren die auch noch schlecht? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Ach komm, Schweinchen. They were nothing. Okay. Mein Schaden, Bruder. Hey Velvet, werden die Dämonen, die du tötest, auch wieder zu Menschen? Hm? Was meinst du? Erinnerst du dich an den Dämon, der uns an der Küste angegriffen hat? Also, als er gestorben ist, hat er sich in einen Menschen zurückgewandelt. Also, Dämonen, die ich hier besiegt habe, sind nach ihrem Tod Dämonen geblieben. Also habe ich mich gefragt, was da los ist. Bleiben Dämonen Dämonen, wenn sie sterben? Aber was ist mit Nico und dem Dorfbewohner, die ich getötet habe? Vielleicht passiert das nur manchmal. Wen interessiert das? Am Ende ist eine Leiche nur eine Leiche, egal ob Mensch oder Dämon. Ja, wenn man bereits tot ist, hilft es auch nicht weiter, wieder ein Mensch zu werden. Genau, für mich zählt nur, dass ich stärker werde, wenn ich Dämonen verschlinge. Das ist alles. Ja, aber wir haben jetzt auch schon eigentlich, glaube ich, ein paar geschluckt, oder nicht? Das waren doch jetzt auch schon mehr als 3 Euro, die wir da geschluckt haben. Nachdem ich wieder herausgefunden habe, wie man es benutzen kann. Aber was hier alles für Schätze rumliegen, ey. Das ist ja mal der Wahnsinn. So. Ein hoffnungsloser Fall. Der Kiel ist kaputt. Es wäre schneller, ein neues Schiff zu bauen. Der Kiel? Man könnte auch sagen, das Schiff ist wie ein Mann mit gebrochenem Rücken. Wie habt ihr es bloß geschafft, hier auf Grund zu laufen? Ich hätte es nie für möglich gehalten. Wenn ihr nicht helfen könnt, lasst gut sein. Geht zurück zur Stadt. Und was jetzt? Suchen wir jetzt nach einem neuen Schiff? Mir fällt nichts anderes ein. Ich hoffe nur, wir haben genug Zeit. Imperian Innominat, hear my prayer. Blessings and honor unto thee. This frail flesh a sacrifice to be thy foundation. Sister. Oh, Oscar! What brings you here? Your face! What happened to you? A demon got the better of me. I've been summoned back to the Abbey, but I thought I'd stop by on my way. My poor brother. I'm so sorry. There is pain, but I can still fight. The scar will serve to remind me of my inexperience. An underhanded foe, no doubt.
No. The demon saps her enemy's strength with her left hand and turns it against them. It was a girl with black hair and eyes full of fire. She poses a threat for even a seasoned praetor. Please, take care, dear sister. It was her! Teresa? Understood. I will. Worry not. A failure as minor as this is not the end of the world. To be honest, I came hoping you would cheer me up like that. Well, I do believe I recognize those earrings. Of course. I treasure them dearly. Thank you. They suit you just as well as I thought they would. I must take my leave now. Dun 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 dun. Lady Teresa, we've captured a stowaway. I wasn't stowing away, you twit. Oh, da ist sie. I merely boarded without permission. Da ist sie. Oh. You. You're a collaborator with that demon woman. Where is she? Your tortures are useless against the mighty Mogilu. Because I'll spill my guts just fine without him. Okay. Ja. Ja, okay. Und was machen wir jetzt? Der Kiel, der sieht doch super aus, du. Der sieht doch aus wie neu hingewichst. Schade, jetzt kommen wir also nicht mal mehr. Nein, wir kommen nicht mal mehr auf unser Schiff herauf. Also bevor das nächste Abenteuer startet, werde ich die Folge erstmal beenden. Man weiß ja nicht, was gleich noch kommt auf einmal und dann läuft das wieder in ne, und so. Deswegen beenden wir jetzt die Folge an dieser Stelle. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch noch viel Spaß. Haut was in die Kommentare. Euer Street One Rap. Ciao.